Mein Name ist Joachim Noss. Ich bin Geschäftsführer im Diakoniewerk Pilgerheim Weltersbach in Leichlingen. Und ich verantworte die Arbeit von über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das Besondere an unserem Diakoniewerk ist, dass wir ein Seniorendorf sind. Wir sind die größte Senioreneinrichtung im Rheinisch-Bergischen Kreis und dazu auch der größte Arbeitgeber in der Stadt Leichlingen. Seit über 30 Jahren arbeite ich hier im Pilgerheim Weltersbach und ich wohne auch hier. Und das, was mich immer wieder fasziniert bei meiner Arbeit, ist die Vielfältigkeit und das Miteinander. Weltersbach hat so eine ganz besondere Atmosphäre. Und dazu beizutragen, dass die erhalten wird, dass Menschen hierher kommen, dass sie sich wohlfühlen und dass sie sich angenommen fühlen und sagen, auf meinem letzten Lebensweg bin ich an der richtigen Stelle. Das treibt mich an, dafür möchte ich arbeiten. Für ein Dienstleistungsunternehmen wie das unsere sind die Mitarbeiter das höchste Gut. Und diese Mitarbeiter zu begleiten, sie zu motivieren, sie zu befähigen, ihren Dienst zu tun, das ist eine wichtige Aufgabe von uns Leitungskräften. Und dabei ihnen ein großes Vertrauen entgegenzubringen für das, was sie tun und wie sie es tun. Über unserem Leitbild steht das Bibelwort aus dem Lukas-Evangelium: Seid barmherzig, wie auch euer Vater im Himmel barmherzig ist. Diese Barmherzigkeit wollen wir nicht nur unseren Bewohnerinnen und Bewohnern zuteil werden lassen, sondern auch unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mein Name ist Britta Voss. Ich arbeite hier im Pilgerheim Weltersbach seit 25 Jahren. Ich habe hier als Krankenschwester angefangen, habe in der Altenpflege hier gearbeitet im Haus Emmaus. Bin dann durch viele Weiterbildungen und Fortbildungen zur Praxisanleitung und dann auch zur Wohnbereichsleitung und Hausleitung aufgestiegen und bin jetzt seit einigen Jahren stellvertretende Pflegedienstleitung und bin hier auch im Qualitätsmanagement zuständig und kümmere mich auch um die Ausbildung und Koordination der Auszubildenden. Wir sind eine christliche Einrichtung und uns sind christliche Werte sehr wichtig. Natürlich als Führung muss man auch einmal unangenehme Dinge ansprechen oder es gibt Konflikte. Aber wichtig ist ein gutes Miteinander und das heißt für mich, und das lebe ich hier und das habe ich auch in den 25 Jahren immer wieder erlebt, dass man sich gegenseitig wertschätzt und respektvoll miteinander umgeht. Und das ist das Wichtigste. Wir haben hier Mitarbeiter mit verschiedenen Bedürfnissen. Die einen sind sehr froh mit dem, was sie tun und sind da sehr glücklich auch. Und es gibt Mitarbeiter, die möchten auch gerne mehr erreichen. Und da haben wir hier eine Vielzahl von Weiterbildungen und auch Fortbildungen im Qualitätswesen oder auch in Wundexperte oder Praxisanleiter, die sich für die Auszubildenden hier stark engagieren, bis hin zu Leitungsfunktionen. Es sind sehr, sehr viele Angebote. Was ich nie vergessen werde und was wirklich tief verwurzelt ist, ist die Geschichte mit meiner Tante, die vor 25 Jahren mich mitnahm und sagte zu mir, ich möchte in ein Altenheim, kommst du bitte mit? Das habe ich auch gemacht und wir sind hier runtergefahren und ich habe dann gefragt, wo ist dieses Heim? Und sie sagte, das alles, sieh dich nur um. Und ich habe einen Blick nach draußen gemacht, habe den Teich gesehen, habe die vielen kleinen schönen Häuser gesehen und sagte, ja, aber was ist das Altenheim? Und sie sagte, alles. Und das war für mich wirklich eines der beeindruckendsten Geschehnisse an dem Tag. Und das war einfach diese Gemeinschaft, dieses Dörfliche, das trägt sich bei mir bis heute. Das ist einfach etwas ganz, ganz Einzigartiges hier. Ja, mein Name ist Rüdiger Jezewski. Ich bin zuständig für den Bereich Organisation und Entwicklung. Ich habe mich dafür entschieden, hierher zu kommen, weil ich eine ganz große Bereitschaft von den Mitarbeitenden spüre, Dinge neu zu entwickeln oder weiterzuentwickeln. Und das habe ich in den ersten Wochen auch schon ganz praktisch erleben dürfen. Eine spannende Frage ist natürlich auch, welche Möglichkeiten sich für Mitarbeitende in dem Diakoniewerk Weltersbach ergeben, wie sie sich weiterentwickeln können, vielleicht auch sogar noch mal eine ganz andere Profession ausprobieren können. Und da ist das Thema Organisation, Entwicklung ja auch eng dran. Wir bieten verschiedene Coachings an, Teamentwicklungen und in diesen Prozessen wird oft deutlich, dass sich Mitarbeitende, Mitarbeiter andere Arbeitsprozesse oder andere Berufsbilder auch wünschen. Und das Schöne an dem Diakoniewerk ist, dass es die Möglichkeiten gibt. Es gibt die Technik, es gibt die Küche, es gibt die Hauswirtschaft, es gibt die Pflege, die Betreuung.
Es gibt sozusagen das Begleiten der Mieter, also Betreuung auf einem anderen Level als wie in der stationären Pflege. Und das ist ganz viel. Und diese Vielfalt, dieses Spektrum, finde ich, bietet eine große Möglichkeit, Mitarbeitern in dieser Form Entwicklung anzubieten. Und das machen wir auch. Meine Vision von Weltersbach ist die, die auch schon die Gründerväter und Gründermütter vor über 90 Jahren hatten. Weltersbach als ein Ort, an dem Menschen, die alt geworden sind, Geborgenheit und Sicherheit erfahren, an dem sie betreut und gepflegt werden. Das von motivierten und engagierten Mitarbeitern, die auf dem neuesten Stand der Pflege und der Betreuung hier den Menschen das geben, was sie brauchen.